So, jetzt sind wir beim Teil 2. Jetzt köchelt das schön. Sollte nicht zu lang köcheln, weil die sind ja schon vorblanchiert. Jetzt gehe ich mit der Temperatur etwa runter auf 100. Tue jetzt die Nudeln mit rein. Natürlich kann man auch Kartoffeln mit rein tun oder Reis. Wie man es möchte. Und jetzt einfach nur noch mal etwa 10 Minuten köcheln lassen oder sieden lassen. Ganz wichtig, erstmal probieren, ob das auch passt. Brüheverhältnis mit Wasser. Ja, passt sehr gut. Ich kann das auch auf 80, weil bei Induktionsherd ist das immer ganz gut. Deckel drauf. Dann 10 Minuten etwas köcheln lassen. Und dann kann man den Bohneneintopf auch schon essen. Ich wünsche euch dabei einen guten Appetit. Man könnte da dazu jetzt noch ein schönes Kräuterbaguette oder Knoblauchbaguette dazu essen. Jeden wie es beliebt. Also, bis zum nächsten Mal mit Jörgs Kochen. Bye, bye.